Hi, hi. Ja, heute haben wir mal wieder Kinderjoy. Wer hätte das gedacht? Wir haben heute den 13.10.2020 und ich habe noch Kinderjoys entdeckt. Habe mich eigentlich schon für den Kinderjoy komplett verabschiedet fürs nächste Jahr. Und dann wollte ich, das hier hatte ich vor zu kaufen, Kinderüberraschungsei. Zur Weihnachts-Nikolauszeit. Da ist das Ei drin und ich wollte mal sehen, was sie dieses Jahr so für uns vorbereitet haben. Und dann habe ich tatsächlich die hier noch gesehen. Was für ein Zufall. Und ich habe immer noch nicht den Yoshi drinnen. Deswegen hoffe ich mal ganz stark, also wenn ich richtig, richtig Glück habe, so richtig Glück, dann sind hier zwei kleine Yoshis. Das wäre so putzig. Ja, gucken wir gleich mal rein, was da drin ist. Machen wir erstmal die Kinderjoys auf, denn ich bin schon echt neugierig. So, Kinderjoy, ganz klar. Hier ist das Spielzeug drin. Hier die Schokolade. Und das legen wir mal hier drauf. Den Löffel brauchen wir noch. Und es ist Mario. In den Outfit habe ich ihn auch noch nicht. So. Den kann man sich dann irgendwo dranhängen. Am Handy, Schlüsselbund. Aber auch ins Regal stellen geht auch. So sieht er aus. Okay. Ah, er steht sogar. Dann haben wir hier noch einmal einen kleinen Beilegezettel. Und da haben wir ihn auch schon auf der ersten Seite. Super schickes Bild. Ja, genau. Mario für den Schlüssel zum Beispiel, genau. Okay. Dann wollen wir mal geschwind ins zweite Ei schauen. Vielleicht ist hier der Yoshi dran. Denn sonst muss ich wirklich aufs nächste Jahr warten. Und nächstes Jahr wird bestimmt wieder was anderes dran sein. So. Hört sich das an wie ein Yoshi? Hört sich doch nichts an. Schauen wir mal. Und es ist ein Armband. Mein letztes Motiv war ein Pilz, meine ich. War das der Pilz? Bin mir jetzt nicht ganz sicher. Die kann man nämlich hier anstecken. Ob ich das jetzt so raus. Also für mich könnte ich ihn fast schon als Ring benutzen. Naja, fast. Dafür ist meine Hand zu groß. So. Das wäre die größte Größe, die möglich ist. Da kriege ich gerade mal drei Fingerchen rein. Da müssen wir woanders eine Verwendung finden. Und auch hier haben wir Zettelchen. Beilegezettel. Hier nochmal das Bild. Da geht mein Yoshi dahin. Genau, das ist für das Armgelenk, aber wie gesagt, viel zu klein. Man kann es auch als Lesezeichen, okay. Oder um Stifte festzuhalten. Na, wir werden schon eine Verwendung dafür finden. Testen für meinen Arm. Also so an sich geht es. Das hält sogar. Aber ja, da fehlt wirklich noch ein Stückchen. Was soll's? So, jetzt schauen wir. Ups, das haben wir doch glatt Mario gekippt. Und jetzt schauen wir doch noch mal, was sich da drin befindet im Kinderüberraschungsei zur Weihnachtszeit. Die haben auch eine schöne
Massive, stabile Form finde ich sehr schick. Was auch nicht schlecht wäre, was sogar richtig cool wäre, wenn hier zwei Eier drin wären, dann könnte man das Herz hier brechen, klack, und jeder bekommt die Hälfte der Schokolade und ein Überraschungsei. Ja, das glitzert hier auch sehr schön. Nun gut, jetzt wollen wir aber schauen, was drin ist. So. Ich versuche es vorsichtig zu öffnen. Achso, übrigens, ja, hier ist die Schokolade. Wie man sie kennt, Kinderschokolade. Und hier schon das Ei. Man hört nichts. Und das ist was zu bauen. Sieht ein bisschen aus wie ein Pinguin. Es ist ein Pinguin. Gucken wir mal erstmal in dem Zettel, was es da überhaupt gibt. Übrigens, ja, hier, da ist es ja. Den Pinguin sehe ich jetzt hier nicht auf die Schnelle. Ach ja, das soll sogar eine Kugel sein. Mhm. Okay, dann schauen wir mal, ob wir das so hinbekommen. Ob ich das so hinbekomme. So, erstmal den kleinen Pinguin hier drauf. So. Und das soll alles hier irgendwo noch drauf. Ach ja, das kann man hier dran klipsen. Ach, das kriege ich auch hin. Oder? So. So, einen Teil haben wir und dann den zweiten Teil. Den zweiten Teil. Ja. Den zweiten Teil haben wir auch. Sieht schon kristallisch aus. Ob die anderen Figuren auch in einer Kugel sind? Hat man lauter kleine Kügelchen. Also für mich sieht es aus wie eine Weihnachtskugel. Muss man gleich nochmal den Zettel angucken. Hier jeweils noch zusammenstecken. Ja, das wäre doch gelacht. Das kriegen wir doch hin. Und dann ist der Pinguin hier in diesem grüner Kristallkugel drin. Und dann kann man den da drin drehen. Beziehungsweise vielleicht soll die Kugel sich auch eher drehen als er. Dann hält man das fest und die Kugel dreht sich. Ui, oder aber er dreht sich. Also je nachdem, wie man es gerne hätte. Ja, und wenn man hier noch eine Schnur sieht, ich gucke mir gerade noch mal den Zettel an. So, wie ist das gedacht? Ja. Okay, hier haben wir ihn zusammengebaut. Und da kann die Schnur dran. Okay. Klick und dann kann man ihn drehen. So wie ich das jetzt in der Hand gemacht habe. Mit der Schnur oder aufhängen. Mal schauen, was wir mit den kleinen Kollegen hier machen. Und dann gibt es wohl noch den Schneemann, den Reh und den Nikolaus. Nehme ich mal an, auch in so einer Kugel. Vielleicht haben die sogar andere Farben. Das werden wir dann in den nächsten Eiern herausfinden, Überraschungseiern. Jetzt haben wir Mario gekippt. Okay, dann haben wir doch wieder hier ein tolles Set zusammengekriegt. Kinderjoy und Überraschungsei in einem. Und jetzt heißt es nur noch Schokolade essen. Und ich würde sagen, wir sehen uns bis vielleicht sogar noch dieses Jahr zum nächsten Kinderjoy-Ei. Bis dahin, bye bye.